Hallo zum Sport. Ja, passend zur WM heute mit Basketball. Wie schon vermeldet, haben die TSG Reutlingen Ravens ja mit der Solcom GmbH einen neuen Haupt- und Namenssponsor. In den Räumen des Reutlinger Unternehmens, das ja auch Namenssponsor des Reutlinger Altstadtlaufes ist, fand nun auch die Saisoneröffnungs-PK statt. Im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich liege das Engagement, so Geschäftsführer Oliver Koch, TSG-Abteilungsleiter Basketball Alexander Rogic, der sportliche Leiter der Ravens Jorgo Zugnidis, Headcoach Vasilis Zugnidis, Neuzugang Malik Kulic und Routinier Michael Hägele standen den Pressevertretern also später auch uns Rede und Antwort. Unter dem neuen Namen TSG Solcom Ravens Reutlingen geht es dann Mitte September in die dritte Saison in der ersten Regionalliga. Also ich bin der Malik Kudic, ich bin 23 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Louisburg, bin in Deutschland gut weit gekommen mit Basketball. Studiere nebenher Wirtschaftsinformatik und bin jetzt bei den Ravens in Reutlingen. Genau. Und warum bist du bei den Ravens? Ja, wie so ein Puzzle hat sich das ergeben. Ich wollte wieder zurück zur Familie. Ich war 5 Jahre unterwegs und kam meine Familie ein bisschen zu kurz. Und habe jetzt auch einen Werkstudent bei Mercedes gegen Ende des Jahres. Und hat sich halt alles so ergeben. Und hier viele Zuschauer für die erste Liga, also erste Regionalliga. Und genau, deswegen hat sich das alles so ergeben. Wie waren denn so die ersten Wochen? Ihr seid noch nicht so lange im Training, Mitte September geht's los. Wie sind so die ersten Eindrücke, Coach und die neuen Teamkollegen? Ich meine, man kennt sich ja ein bisschen, oder? Genau, also man kennt sich, das war auch ein Grund. Sehr junge Mannschaft, sehr ambitioniert, jeder will alles machen, ne? Sehr Intensivität, also hat richtig Spaß gemacht die letzten 2 Wochen. Und ich hoffe, dass es so weitergeht und ich bin auch guter Dinge, dass wir oben mitspielen werden. Du hast doch den Anspruch an dich selber, da ein bisschen voranzugehen mit deiner Erfahrung, oder? Genau, ich versuche natürlich, ich will mich da nicht so tatsächlich nach vorne drücken. Im Spiel wird sich das alles ergeben. Ich bin mal bereit für Hilfe, aber ja, genau. Ich versuche mit meiner Erfahrung die Mannschaft zu leiten. Genau. Jetzt im dritten Jahr die Ravens in der Regionalliga und ihr habt es schon angesprochen und du hast es angesprochen, vorne mitspielen ist schon so das Ziel dann, oder? Ihr wollt da schon ein bisschen mit dabei sein oben. Genau, tatsächlich. Also wir waren ja jetzt, in den letzten 2 Jahren waren sie immer in der Mittelklasse unterwegs. Ich meine, jetzt ist auch die Zeit, dass wir mal ein bisschen hoch aufsteigen, unter vielleicht die Top 4. Im Basketball, wie der Vasi das vorhin schon gesagt hat, es ist sehr schwierig. Es können Unfälle passieren, es können krankheitsbedingte Sachen, also es können viele Faktoren sein, aber wir versuchen auf jeden Fall oben mitzuspielen und ich bin da, wie gesagt, sehr guter Dinge und ich bin gespannt auf die Saison. Wir sind in der Vorbereitung jetzt, Mitte September geht's los. Bevor wir auf die neue Saison blicken, noch kurz zur vergangenen. Wie zufrieden warst du da? Hätten ein bisschen mehr sein können, oder? Waren aber auch ein paar schwierige Umstände mit bei. Die Umstände haben nicht dazu beigetragen, dass es besser läuft. Es hätte besser laufen können. Mittelfeld, wir hatten viele Ausfälle, wie vorletztes Jahr auch. Der Kader war nicht sehr breit aufgestellt, nicht sehr breit besetzt, aber ich glaube, dieses Jahr werden wir besser dastehen als letztes Jahr. Obwohl ihr natürlich 3 namhafte Spieler verloren habt, aber ihr habt auch ein paar neue Gesichter und sucht, glaube ich, auch noch einen Center. Genau, wir suchen einen Center, wir brauchen einen großen Mann unterm Korb. Wir sind zwar auf den Flügelpositionen ziemlich groß, aber auf den großen Positionen, der Center-Position und der Power-Forward-Position, sind wir nicht sehr groß, da fehlt uns noch Rebound. Und die Präsenz unterm Korb, damit wir die Gegner erschrecken können, wenn man das so sagen kann, ja. Okay, also kommen wir ein bisschen zu der Liga. Die Konkurrenz ist groß, wird noch größer, aber ihr wollt da schon eine gute Rolle spielen. Stichwort erstes Drittel soll es schon sein. Das wollen wir, das streben wir an. Wir hoffen, dass es auch klappt. Es sind ein paar Absteiger aus der zweiten Liga. Wir werden natürlich gegen Brocken spielen müssen, trotzdem. Wir sind jung, wir wollen Dynamik spielen, wir wollen den einen oder anderen Sieg klauen und wir wollen auf jeden Fall im oberen Drittel mitmischen. Wir werden auf jeden Fall schneller spielen wie letztes Jahr, das haben wir letztes Jahr nicht geschafft. Die Verteidigung muss, die Rotation und die Verteidigung muss dieses Jahr besser dastehen. Wir wollen das offensive Spielkonzept wird dieses Jahr wir sind ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Letztes Jahr habe ich zu viele Abstriche gemacht, weil teilweise die Spieler nicht fit waren.
ich musste zu viele Kompromisse machen, die müssen wir dieses Jahr weniger tun. Die Jungs sind schon bereit, mir entgegenzukommen mit den Anforderungen. Und wir werden definitiv den Ball mehr laufen lassen, schneller, viel schneller spielen. Und den offenen Wurf, das hat uns letztes Jahr auch gefällt. Der Dreier, wir wollen mehr Dreier schießen dieses Jahr. Brauchen wir auch. Das Spiel hat sich verändert und ich denke, dass es klappen wird. Sieht schon mal ganz gut aus im Training. Okay, das ist schon mal gut. Und was auch auf jeden Fall klappen wird, ist wieder die Unterstützung der Fans. Da habt ihr einen tollen Pluspunkt in der IKG-Sporthalle bei den Heimspielen. Wir haben eine super Fanbase. Ich möchte mich auch nochmal bedanken. Die sind jede Woche für uns da. Das Interesse ist sehr stark und ich merke, dass es immer stärker wird. Das macht den Leuten Spaß. Sie kommen gerne zu den Spielen und ich glaube, dieses Jahr wird es sogar noch ein bisschen mehr sein. Wir haben jetzt einen neuen Namens- und Hauptsponsor gefunden, die Solcom GmbH hier aus Reutlingen. Sehr großes, prominentes Unternehmen, das schon lange in Reutlingen sitzt, mittlerweile auch überregional Standorte hat. Und ja, wir haben einfach im Sommer einen neuen Hauptsponsor gesucht, da das alte Hauptsponsoring ausgelaufen war. Und waren jetzt froh, dass wir mit der Solcom GmbH so ein großes, seriöses Unternehmen gewinnen konnten, die künftig uns zur Seite stehen. Jetzt das dritte Jahr in der Regionalliga, zweimal im Mittelfeld gelandet. Letzte Runde hätte es, glaube ich, ein bisschen mehr sein dürfen, haben wir schon thematisiert. Ja, dann blicken wir mal voraus, Stichwort Kader. Ihr habt einige namhafte Abgänge mit Mosle, Duarte und Dronjic, aber auch ein paar gute neue Jungs. Vielleicht erstmal zum Kader für die neue Saison, Alex. Ja, uns war wichtig, dass wir den Großteil der Mannschaft zusammenhalten können. Das ist uns auch gelungen. Da sind auch einige jüngere Spieler dabei, die jetzt im nächsten Jahr mehr Verantwortung übernehmen sollen. Wir hatten drei Abgänge, wie gesagt, der Noel Duarte hat uns Richtung zweite Bundesliga verlassen und unser Center Nick Mosley und der langjährige Leistungsträger Damir Dronjic sind nicht mehr mit dabei. Dafür haben wir jüngere Leute auch noch jetzt mit dazugeholt, mit dem Mali Kudic, der hat sehr viel Erfahrung in der zweiten Bundesliga schon, obwohl er erst 23 ist, auch ein deutscher Spieler, Local Player, der uns auf den Flügelpositionen unterstützen soll. Dann kam der Kenan Kratschanin dazu, ist ein Aufbauspieler, war letztes Jahr bei Meister in Fellbach aktiv. Sowie der Mirko Ljuboja ist ein Bosnier, der hat Erfahrung schon auch in der ersten und zweiten Liga dort und wird uns auch sehr, sehr viel helfen auf den Flügelpositionen, sodass wir auch mit der Kaderzusammenstellung darauf geachtet haben, dass wir nächstes Jahr uns noch mal ein bisschen verjüngen und schnelleren Basketball spielen können. Momentan suchen wir jetzt noch einen Spieler auf der Position 5, also auf der Center-Position. Wann kommt er? Das wird sich zeigen. Wir sind mit ein, zwei Kandidaten in Verhandlungen. Da kann ich jetzt momentan noch nicht sagen, ob das erfolgreich wird oder nicht. Wir sind jetzt momentan auf der Suche noch. Es ist natürlich schon relativ spät im Sommer, sodass auch die Auswahl natürlich ein bisschen eingeschränkter ist. Aber wir sind positiv, dass wir noch in den nächsten Wochen, Monaten da jemand dazu kriegen. Bleiben wir noch kurz bei der ersten Mannschaft, das Stichwort Rahmenbedingungen. Ihr habt so langfristig schon ein bisschen das Ziel, wir hatten es ja auch schon die Jahre zuvor mit der Pro B, das ist, läuft ja insgesamt auch auf Sponsorenseite, auch von den Zuschauerzahlen und auch sportlich jetzt, wenn es noch ein bisschen nach oben geht. Ja, wie sieht es da so aus Abteilungsleitersicht, wie ist da der Stand? Ihr habt ein bisschen zulegen können im Budget, im Etat? Ja, wir haben jetzt ein bisschen zulegen können im Budget. Wir haben jetzt einige größere Reutlinger Unternehmen auch einfach an der Seite, mit denen hoffentlich auch die Partnerschaft längerfristig ausgebaut werden kann. Sind natürlich weiter natürlich immer auf der Suche nach Partnern, die uns unterstützen werden. Und ja, Richtung Pro B, es ist kein Geheimnis, dass es unser Ziel ist, immer weiter uns zu entwickeln. Und wir wollen auch den Aufstieg irgendwann realisieren. Wir setzen uns jetzt aber kein ganz starres Zeitlimit, weil da einfach viele Faktoren eine Rolle spielen, wie Halle, Budget, gewisse Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen. Klar ist aber, dass wir da mittelfristig auf jeden Fall hinwollen. Für die neue Saison gilt jetzt, dass wir gerne im oberen Drittel abschließen wollen und uns einfach ja, nach der bisschen schwierigeren sportlichen Saison letztes Jahr einfach nochmal deutlich verbessern. Dann blicken wir da mal ein bisschen auf die Konkurrenz. Wer wird denn da so ein bisschen oben mitspielen? Es gab, ich glaube, drei Absteiger, also die sind dann per se schon mal genannt. Ja, genau. Wir haben das erste Mal seit vielen Jahren, glaube ich, drei Absteiger aus der zweiten Bundesliga Pro B aufgenommen. Diese Teams sind natürlich
überwiegend natürlich auch wieder relativ stark einzuschätzen. Ansonsten kriegt man nicht so viel mit von einigen Mannschaften. Es wird aber, Karlsruhe wird sehr stark sein, denke ich. Die sind letztes Jahr jetzt aus der Pro B abgestiegen, sowie Gießen, Pointers. Und auch Saarlouis und Lang sind zwei Traditionsvereine, die jetzt die letzten Jahre immer oben mitgespielt haben. Die werden sicherlich auch wieder weiter oben landen. Von dem her denke ich, dass die Qualität der Liga auf jeden Fall jetzt gestiegen ist, auch durch die Absteiger. Wie läuft es denn bisher so mit der neuen Truppe? Also wir haben jetzt doch eine bisschen anders gemischte Truppe als letztes Jahr. Es sind ein paar Leute gegangen, wurde vorher auch schon gesagt, der Nick Mausley, der Noel und der Damir waren alles eigentlich schon, muss man sagen, ziemlich starke Spieler. Jetzt haben wir aber mit Malik, Kenan und Mirko auch drei gute Neuzugänge, genau. Deswegen bis jetzt läuft es ganz gut, wir lernen uns gerade kennen, genau. Aber wir haben bis jetzt auch erst ein Testspiel absolviert, deswegen muss man einfach jetzt noch sehen, wie man sich als Team findet. Aber ich denke, es sieht eigentlich ganz gut aus, wir haben viele intelligente Spieler, wo gut zusammenspielen können. Also letztes Jahr war ein bisschen mehr individuell stark, dieses Jahr, glaube ich, können wir ein bisschen mehr über das Teamspiel kommen und dann muss man mal gucken, wie es läuft. Genau. Du bist jetzt schon ein paar Jahre dabei bei den Ravens, jetzt das dritte Jahr in dieser ersten Regionalliga. Wie würdest du es insgesamt einschätzen, so auch die Konkurrenz? Also man hat schon gemerkt, das erste Jahr, wo wir erste Regionalliga gespielt haben, war ja nach Corona. Da war das Niveau, glaube ich, noch nicht ganz so stark, wie es jetzt letztes Jahr war. Also das Niveau wird schon von Jahr zu Jahr besser. Da wird man einfach sehen, wie es dann läuft. Aber wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen. Zu was dann reicht, wird man sehen, aber genau. Sagen, also Saisonziel erstes Drittel und da ist natürlich auch ein wichtiger Faktor wieder eure Fans, da kommen ja wieder zahlreiche hoffentlich dann in die IKG-Sporthalle zu den Heimspielen. Das ist auch echt eine coole Sache in Reutlingen, also wir haben wirklich auch letztes Jahr, ich glaube wir und Licht vielleicht waren die Mannschaft mit den meisten Zuschauern, wo auch am besten Stimmung ist, deswegen wäre cool, wenn die Leute wieder so kommen wie letztes Jahr. Weil dann macht es allen mehr Spaß, die Stimmung ist gut, genau. Deswegen, das ist schon ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, was wir haben. Also echt gute Fanunterstützung und das wäre cool, wenn das so bleibt. Am Samstag in einer Woche geht's los und zwar gleich mit einem Kracher. In die IKG-Sporthalle kommt es am ersten Spieltag zum Derby gegen den SV 03 Tigers Tübingen. Ja, das ist gut. Das ist krass, dass gleich das erste Spiel ein Derby ist, weil da ist man ja eh immer ein bisschen, sag ich mal, ja, nicht aufgeregt, aber ein bisschen angespannt, sage ich mal. Genau, dann gegen Tübingen ist immer ein doppelt wichtiges Spiel, weil die Spieler kennen sich oft untereinander, jeder kennt jeden eigentlich so ein bisschen. Aber da wollen wir eigentlich schon gleich ein Statement setzen und ja, aber mal gucken. Okay, dann wünschen wir eine gute Zeit bis dahin, dann ist ja nicht mehr so lange, gute Vorbereitung und natürlich für die Saison alles Gute für euch. Vielen Dank, Micha. Alles klar, danke schön. Und richtig krachen wird es gleich zum Auftakt, Stichwort Derby-Time, gleich am ersten Spieltag gegen Tübingen. Genau, wir spielen gegen Tübingen, die Spiele machen immer Spaß. Letztes Jahr hatten wir einen Sieg und eine Niederlage. Wir freuen uns, die haben auch ein junges Team, das wird wahrscheinlich ein dynamisches Spiel. Hoffentlich können wir es für uns entscheiden. Jetzt gleich mit einem Derby gegen Tübingen, das hat doch was, oder? Genau, ich habe das tatsächlich von der Woche mitgekriegt und ich freue mich. Ich mag Zuschauer, ich mag es auch, wenn man gegen mich ist. Das gibt mir Motivation tatsächlich, sogar vielleicht mehr, als wenn man mit mir ist. Und genau, gegen Tübingen, ich glaube, die Halle wird sehr, sehr voll sein. Bin gespannt, ich war noch nie Zuschauer, ich habe auch noch nie gespielt, deswegen bin ich sehr gespannt auf das erste Spiel und ich hoffe mal, dass wir einen Sieg einreichen werden und dass die Zuschauer auch zahlreich erscheinen werden und dass ich die auch mal begrüßen kann. Okay, ja, davon gehe ich aus. Malik, dann wünsche ich mal alles Gute jetzt noch in der Vorbereitung und natürlich für die Saison mit den Ravens. Vielen Dank. Vielen Dank, Dankeschön. Danke dir. Und zum Start am 16. gibt es ein Heimspiel und da gleich Derby-Time gegen Tübingen. Das hat ja was gleich am ersten Spieltag, das Nachbarschaftsduell, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Ist, glaube ich, eine super Sache für alle Beteiligten, also sowohl für uns als auch für die Tübinger. Ist, glaube ich, eine richtig gute Sache, gleich mit so einem Saisoneröffnungsspiel direkt ins Derby einzusteigen. So. War die letzten Jahre auch immer sehr knapp und sehr aufregend. Ja, die letzten zwei Heimspiele gegen Tübingen haben wir jeweils in der letzten Sekunde noch verloren. Letztes Jahr haben wir dort auswärts gewonnen, von dem her versuchen wir natürlich jetzt in zwei Wochen das Ganze zu drehen und auch zu Hause gegen Tübingen mal einen Sieg einzufahren. Auch die gesamte Basketballabteilung der TSG ist weiter gewachsen, wie wir ja von Alex Rogic im O-Ton am Donnerstag im Ticker gehört haben. Das war's vom Sport. Ihnen wie immer ein schönes Wochenende.